Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schlagkonto auf diesem Kanal. Ich bin Simon Oka und ich habe heute ein Duel mit dem Pilofas. Jo, genau. Ja, das ist ein ganz frisches Replay auf der Karte Saga Plus gegen Dark S Silver. Meiner Meinung nach eine schöne Karte, obwohl die sich für so 4 gegen 4 Schlachten nicht so wirklich eignet. Also eher gegen 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Genau, ja. Weil gegen 4 gegen 4 wäre dann wirklich sehr überladen auf der Karte. Ich weiß nicht, ob man sie bei dir schon sehen kann. Ja, ich habe aber es gibt viele, viele Schreine und Flüsse und Spots und da kann man nicht mit großer Einheitengröße spielen. Da braucht man schon kleine Einheitengröße. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Nee, so, ich habe jetzt fertig geladen, habe auch Pause gemacht. Und gut, sehr schön. Ja, dann stelle ich mal meine Armee vor. Also ich habe hier einmal unerfahrene Yariki und daneben gleich Yariki Stufe 7. Dann daneben nochmal meine Gardisten bzw. kaiserliche Gardeinfanterie Stufe 6. Dort neben nochmal Royal Marines 6, United States Marines Stufe 6 und nochmal Infanterie Schwarzer Bär Stufe 4. In meiner Mitte ist mein General Stufe 7. Dann geht's da weiter mit den Infanterie Schwarzer Bär 5, 3 und unerfahren, oder das Infanterie des Shogunats ist das. Und rechts von mir im Wald gelegen ist nochmal unerfahrene Yariki zusammen mit einer 6er Yariki. Ja, dann stellst du deine Armee. Gut, das heißt, wenn ich nochmal kurz was zu deiner Armee sagen kann, sie besteht, ich sehe keine Nahkämpfer bei dir. Nee. Das heißt, du versuchst wirklich alles mit der Kavallerie zu reißen und den Rest wegzuballern, oder? Genau, so ist es, denn ich bin davon ausgegangen, dass mein Gegner, wir haben ein bisschen so geschrieben und der hat ein bisschen so geredet, also so ein bisschen abtrünnig gegenüber von Nahkämpfern und ja, da bin ich einfach mal von ausgegangen, dass er auch keine mitnimmt. Und es war auch passend, denn in der Schlacht wären Nahkämpfer, glaube ich, nicht allzu gut gekommen, schätze ich jetzt einfach mal. Und ja. Hm? Ja genau, auf der Karte gab es mal ein Gerät, in dem Dübel, glaube ich, gegen Riot Dragon gespielt hat, das war ein 2 vs 2 und da hat er mit Nahkämpfern gewonnen, also es geht durchaus, aber es ist sehr schwer. Gut, dann gehe ich mal auf die Armee des Gegners ein. Jo. Und zwar fangen wir links an mit der kaiserlichen Garde-Infanterie. Daneben steht kaiserliche Garde-Infanterie Level 3, Infanterie Schwarzer Bär Level 5, Level 5, Level 4. Davor befinde ich eine Einheit Streitmacht. Weißer Tiger. Und auf der von dir aus gesehen rechten Seite befinden sich nochmal 3 Einheiten Schwarzer Bär Level 4. Gut, als Kavallerie hat er da Yariki und Yariki. Zusammen mit dem General mehr sehen wir im Moment nicht, aber es sieht auch schon ziemlich vollkommen aus. Ja. Genau, Artillerie. Und du scheinst mit deiner Vermutung recht gehabt zu haben, dass keine Nahkämpfer vorhanden sind. Jo. Ja, wir haben auch abgesprochen, keine Artillerie mitzunehmen. Und hat er sich auch dran gehalten. Wäre auch sonst ein bisschen unfair gewesen. Und, ja, wollen wir anfangen? Ja, von mir aus gerne. Eins. Drei. Zwei. Eins. Eins. Bam. Okay, es geht jetzt los. Gut, vielleicht mal kurz zur Map. Also, wir haben 3 Schreine. Die Werkstatt und die Werkstatt und der Moralschrein sind auf der einen Seite, der Ausdauerschrein auf der anderen. Ich würde ja zum Beispiel jetzt eher Werkstatt und Moral bevorzugen, jedenfalls würde ich die dem Gegner nicht überlassen. Was ist dein Plan? Ja, darauf habe ich in dem Moment gar nicht so geachtet. Also ich hatte jetzt meine Armee erstmal über die linke Seite hatte ich die natürlich vorbewegt in der Richtung Dojos und wollte den das nicht leicht machen, die Dojos dort einzunehmen. Ich wollte eigentlich mich weniger sozusagen auf die rechte Seite konzentrieren, weil ich davon ausgegangen bin, dass er auf die sich mehr konzentriert und dass ich ihn dann mit meiner stärkeren Hälfte meiner Armee sozusagen dann wunderbar flankieren kann. Und, das ist natürlich sehr schön. Muss nur aufpassen, bei so einer Taktik zum Beispiel muss man aufpassen, dass der General die schwache Flanke unterstützt. Ja, damit die Moral technisch nicht zu schnell zusammenbricht und die Kavallerie muss auch gegnerische Kavallerie abhalten, sonst ist die Flanke ganz schnell weg, der Gegner richtet sich wieder aus und dann hat man einfach weniger Truppen gegen ihn. Also das muss dann auch klappen. Genau, so ist es.
General habe ich am Ende mehr eingesetzt, am Anfang jetzt noch nicht so. Und ja, Kavallerie auf der linken Seite bewege ich die auch vor. Ich lasse auch gleich meine Unerfahrene abprotzen, um das Bauernhaus einzunehmen. Und auf der rechten Seite habe ich die noch relativ, also habe ich defensiv noch die Kavallerie gehalten, habe die noch nicht fortbewegt am Anfang. Denn ich habe eigentlich darauf gewartet, dass er mit Kavallerie angreift und dass er meine Kavallerie sozusagen zur Rettung dorthin kommt und ja, dann dort unterstützt und gewinnt natürlich. Ja. Ja, also er hat jetzt hier wirklich eine V gebildet im Grunde gegen dich und du hast so gut wie die Map-Control, würde ich sagen. Du gehst ja jetzt auch mit der Infanterie Schwarzer Bär in der Mitte vor, um wahrscheinlich irgendwie den Schrein neutral zu halten oder die, da, ja, diese einen weiteren Feuerspot zu eröffnen, ne? Falls genau. Er da reinrennt. Ja, das funktioniert mir aber nicht so gut, weil wie du siehst, die sind leider nicht in diesem Kreis drin und das ist mir leider nicht aufgefallen und dadurch hat das leider nicht so gut funktioniert. Ich hätte gedacht, die wären da drin. Aber ja, das meinte ich halt mit teilweise Fehler gemacht. Und ja, das kann auch immer passen. Und jetzt schießen die Einheiten schon, die Infanterie Schwarzer Bär. Ja, die holzen dann bei mir auch gerade rein, in die weißen Tiger. Die sind da natürlich machtlos gegen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass eine Einheit das war. Deswegen ziehe ich die auch gleich zurück, weil ich Angst hatte, dass der mich da jetzt wegholt. Ich hätte gedacht, das wären nämlich schwarze Tiger oder so gewesen. Anstatt weiße Tiger. Aber da kommt eben Schwarzer Bär beim Gegner hoch und du schickst ja, genau. Kavallerie. Unerfahrene Kavallerie schicke ich da nämlich rein, denn er wollte mich flankieren, sieht man natürlich. Er wollte mich da dazu zwingen, dass ich eine Einheit dort wegbewege, dass er mit seinen restlichen Einheiten besser angreifen kann. Aber sehr schöner Charge, schickt die gegnerische Kavallerie aber hinzu. Schickst du die weiter ab, du schickst eine weitere. Ja, ich schicke dann eine weitere zur Unterstützung hin. Er zieht jetzt auch seine restlichen Linie vor. Seine weißen Tiger fliehen übrigens. Auf der linken Seite habe ich alles eingenommen. Meine Kavallerie steht auf dem Berg und meine Elite-Einheiten bewegen sich weiter. Und ja, da geht es jetzt auch relativ gut ab. Meine Kavallerie kommt jetzt auch den Berg runter, reitet dort mit rein, unterstützt. Funktioniert eigentlich relativ gut. Ich glaube, der Gegner hat noch mehr Kavallerie als ich. Ja, du kannst eben seine gesamte Flanke denyen, das ist gut. Und dann kannst du eben im normalen Frontkampf, weil er auf dich zurennt, sogar den Vorteil haben. Und jetzt kommst du ja mit deinen Elite-Einheiten von der Flanke. Da ist der Gegner natürlich schon aufgestellt, aber er hat nicht die so starke Einheiten, wie wir auch an der Salve sehen. Also die treffen richtig unglaublich stark, deine Einheiten. Ja, das ist, ich skill ja am Anfang eh immer meistens auf Nachladegeschwindigkeit, auf Präzision. Denn was bringt das ein, wenn man auf 100 Nachladegeschwindigkeit, sag ich mal, hat, aber null Präzision? Also jetzt nach rapide ausgedrückt. Übertrieben, ja. Ja. Ja, da hast du recht. Jetzt bricht er hier doch lang durch mit seiner Yariki, ne? Genau, ist er jetzt durchgebrochen. Das war auch eine unerfahrene Infanterie des Shogunats. Die fliegt jetzt auch schon ziemlich schnell. Ja, die sind auch, ziehen sich jetzt zurück, der fällt da jetzt durch meine Seite rein, oben die Royal Marines und so, die leisten sich da Beschuss mit den Schwarzen Bären, kämpfen die da noch zusammen, stehen noch ein bisschen falsch, die kaiserliche Infanterie kann auch nicht schießen, aber ich habe mich auch erstmal jetzt auf die Seite dort konzentriert, ich wollte die zuerst alle so zurückziehen, aber dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich lieber den einen Trupp im Nahkampf, opfer den vielleicht, aber dafür ist meine restliche Flanke dann gesichert, mein General habe ich da jetzt auch hingezogen, damit er unterstützen kann, der eine Trupp flieht auch schon, oder hat zumindest, schwankt zumindest, ja. Und deine Galerie ist auch reingelaufen, nicht, dass wir es nicht vergessen, in der Mitte ist reingelaufen, läuft rein, genau. Gibt dadurch einen Moralschock aus und der Gegner zieht viel zu spät seine Infanterie danach, um die Flanke dann zuzumachen, also das hätte er viel schneller machen müssen. Ja, und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch meine Yariki Stufe 6, stehen da jetzt gegenüber von einer anderen Yariki, da haben wir beide nicht so wirklich gut reagiert. Er hatte noch eine Kavallerie in Reserve, die wird aber gleich dann von meinen auch angegriffen. Ja, die anderen Schwarzen Bären haben jetzt 47 Mann Verluste gehabt, haben aber dafür die Kavallerie mit Hilfe des Generals ausgeschaltet und werden jetzt auch zurück in eine Linie dorthin gezogen. Und also es ist immer noch eine sehr ausgeglichene Schlacht, denn er hat wirklich noch viel übrig. Ja. Und es ist jetzt die Frage, wie er euch aufstellt. Genau, so ist es. Ja, meine United States Marines stehen da komisch eigentlich, relativ komisch. Es können, glaube ich, nicht alle schießen. Die hintersten schießen nicht wegen der Erhöhung dort. Und deshalb können die leider nicht so gut schießen. Bringen die Einheit aber trotzdem noch zum Fliehen. Ich habe mich jetzt auf der einen Hälfte erstmal defensiv gehalten, dass ich mich auf meiner Elite-Seite sozusagen konzentrieren kann. Und ja, meine Kavallerie hat da hinten die gegnerische Kavallerie umgehauen und geht jetzt weiter in die Kaiserliche Garde-Infanterie. Wird natürlich noch fliehen, aber hat die natürlich noch abgelenkt und dadurch können meine Gardisten, also meine kaiserliche Garde-Infanterie, besser in diese andere kaiserliche Garde-Infanterie reinschießen. Ja, meine Royal... Sekunde mal, du hast, glaube ich, einen kleinen
lecker gehabt. Jedenfalls ist die Kavallerie bei mir, deine Kavallerie schon geflohen, ne? Ja, bei mir ist sie auch weg. Achso, es hat sich angehört. Ja. So, jetzt kommst du hier vor in der Mitte mit Einheiten. Genau, so ist es. Ja, ich aktiviere nochmal auch nochmal Unterdrückungsfeuer, werde ich gleich noch aktivieren bei den United States Marines. Es sind nur 34 Mann, aber die halten es durch. Die versuchen da noch alles Mögliche gegenzuhalten. Meine Royal Marines unterstützen da jetzt auch. Die haben auch erhöhte Reichweite, das heißt, sie lasse ich auch mit Absicht etwas weiter hinten, damit er, wenn er die angreifen will, sich selber vorbewegen muss. Und die unterstützen das schon relativ gut. Und auf der anderen Seite macht es die kaiserliche Gardeinfanterie, macht das auch gar nicht mal so schlecht. Dort flieht jetzt der eine Trupp auch. Und ja, deine Royal Marines werden zurückgetrieben, also er hat auf der Flanke eindeutig gewonnen, auf der anderen Flanke hast du eindeutig gewonnen, es ist immer noch nicht entschieden, also würde ich sagen. Bei mir leben noch die Gardisten, also die kaiserliche Gardeinfanterie, bei mir fliehen die noch nicht. Okay, dann bin ich anscheinend ein bisschen weiter als du. Ich spule mal ein bisschen vor, sind die bei dir schon in diesen Wald zurückgezogen? Also ich habe keinen Stopp gemacht, jetzt habe ich Stopp gerade, also... Bei mir ist es hat aber kein bisschen geleckt bei mir. Bei mir auch nicht. Also ich habe sie jetzt aber im Wald. Also jetzt gehen sie gerade bei mir im Wald, also in diesen Wald dort rein, die Royal Marines. Ja, genau, sie gehen in den rein, die Royal Marines. Aber ja. Die kaiserliche Garde-Infanterie ist weg. Gibt's auch gar nicht mehr. Nee, jetzt ist sie auch weg. Ja, eben. Okay. Ja, weiter. Und dort oben wurden jetzt die gegnerischen Einheiten vertrieben. Mein General verfolgt noch ein paar Fliehende. Zusammen mit den schwarzen Bären bringen die auch dort auf dieser Hälfte dort oben den letzten Trupp zum Fliehen. Der eine Trupp, diese schwarzen Bären, die sind 35 Mann nur noch und fliehen auch. Und ich formiere mich da nochmal schnell neu. Meine Royal Men stehen bei mir immer noch im Wald rum. Sollen jetzt aber die Veteran Bears angreifen, also die schwarzen Bären angreifen. Versuchen sie auch, die haben ja auch zum Glück die erhöhte Reichweite. Und ich lasse sie erstmal alle durchladen da unten, damit die auch ihre Kugeln haben und nicht vom Gegner nachladen müssen. Jetzt bewege ich die auch direkt vor, denn das war ein unterlegener Trupp und da bin ich einfach mal von ausgegangen, dass ich den Down mache. Schießen bei dir schon meine Royal Marines? Nein, noch nicht. Sie bewegen sich gerade vorwärts. Bei mir schießen über sie. Über den Fluss. Bei mir schießen sie, sag Bescheid. Ja, dann spule ich einfach ein bisschen. Ich spule einfach ein bisschen vor. Mach du weiter. Okay. So, sie schießen die Einheit jetzt bei mir. Ja, jetzt flieht gleich die Gegner. Jetzt schwankt sie und die wird auch auseinandergeruppt von den Royal Marines. Ja, jetzt fliehen sie, jetzt sind sie weg. Royal Marines haben 283 Kills schon, also hat richtig gut funktioniert mit denen in dieser Runde. Und dort oben bieten sich die Schwarzen wie ein Feuergefecht, unterstützt von meinem General. Mein General supportet das nochmal. Genau. Ja, sehr schön, weil du hast noch die überlegene Anzahl und die gute Präzision, dadurch killst du enorm viel und da fliehen gleich die zwei Fronteinheiten und dadurch ist nur noch diese eine Flankeneinheit übrig, die du ja mit den Royal Marines, die jetzt fliehen, einigermaßen in Schach halten konntest. Ja. Und dadurch heißt es jetzt 2-1. Ja, und General hat aber einen Wagemut gestellt, das ist natürlich sehr gefährlich, er kann sich da jetzt nicht wegbewegen und dadurch kann er auch einfach seinen General ausschalten. Ich glaube, bei mir schießen gleich die schwarzen Bären auf ihn. Jetzt fallen die ersten Schüsse auf den General. Genau, bei mir auch. Ja, das ist natürlich verheerend für so einen General, der kann sich überhaupt nicht wehren und der wird dann auch wahrscheinlich gleich fliehen. Oh ja, der... Ja, ist auch blöd, dass er nicht aus Stand and Fight rausgeht. Ja. Ich meine, Stand and Fight war gut, als er diese Position hatte, er hat aber seine Position eingebüßt und dann muss er auch abhauen mit dem General. Naja, jetzt flieht er sowieso, das ist natürlich ein Moralschock für die restliche Armee und damit flieht jetzt auch gleich die letzte kaiserliche Garde-Infanterie. Genau, die anderen schwarzen Bären haben nämlich in der Zeit auf die kaiserliche Garde-Infanterie geschossen. Ja, der General, den habe ich jetzt auch nochmal in Nahkampf geschickt, denn das war jetzt eh eine gewonnene Schlacht, konnte man schon sagen. Ja, das sieht doch jetzt auch schon ziemlich nach einem Sieg aus, obwohl er ja beide Dojos hatte. Er hatte ja den Moralschrein und die Werkstatt, aber trotzdem hat es ihm nicht so allzu viel geholfen. Zumindest habe ich trotzdem noch gewonnen. War aber trotzdem meiner Meinung nach ein schöner und spannender Fight, vor allen Dingen, ja. Ja, es war auf jeden Fall nicht entschieden und wir haben gesehen, dass Präzision doch unglaublich wichtig ist und dass es einfach ganz stark darauf ankommt, dass man doppelt, denn ich denke, das ist ja eigentlich jedem klar, wenn man mit zwei Einheiten eine Einheit doppelt, hat man weniger Verluste, als wenn man jeweils 1-1 kämpft und dann gewinnt. Also man macht ja weniger Verluste, weil der Gegner schneller weg ist und er dann nicht mehr so lange schießen kann. Genau, da hast du vollkommen recht. Und was ich auch sagen kann, zum Beispiel Royal Marines sind auch ihr Geld wert zum Beispiel. Also die haben bei mir öfters mal über 200 Kills oder teilweise auch sogar über 300. Aber wenn man jetzt mal vergleicht, die Royal Marines für 1600 bla bla bla, also 70 oder so, und vergleicht die mal mit der Kia Tai für 1670, sind natürlich die Royal Marines viel mehr wert. Die sind natürlich besser im Nahkampf und im Fernkampf und machen auch viel mehr Kills als die Kia Tai zum Beispiel.
Ja. Ja, dann freuen wir uns aufs nächste Replay, das wir gemeinsam kommentieren werden, oder? Genau, wir werden noch, ich glaube, ich zeige noch gleich die Statistik hier am Ende. Also ich bin gerade in diesem Lademenü, er ist gleich fertig geladen. Dann zeige ich die nochmal schnell, dann könnt ihr sehen, was ich meine. Jo, jetzt sind wir hier, Einheitenstatistik kann ich anzeigen, ihr seht Kills, Verluste, seht ihr alles. Und da sieht man auch Roy Marin 283, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Dual-Commentary hier. Ja, mir auch. Ja, okay, dann sehen wir uns dann im nächsten Dual-Cast wieder. Ciao.